Der MBC ist für mich anspruchsvoll, herausfordernd, praxisorientiert, zielgerichtet, immer noch innovativ und intensiv. Als ich hier angefangen habe, bin ich mit der Voraussetzung eigentlich hergekommen, dass meine fachlichen Kompetenzen weiter ausgebaut werden. Also eine Erwartung und vielleicht auch Hoffnung war es definitiv, dass es ein bisschen mehr hands-on ist, als ich es aus dem Bachelor kannte. Das, was den Studiengang Business Consulting von anderen Studiengängen auf dem Markt unterscheidet, ist die ganz klare Prozessorientierung des Studiengangs. Dass man sehr viele Einblicke auch in die spätere Beraterpraxis bekommt. Von dem Erkennen der Problematik beim Kunden bis zur Implementierung. Allerdings, womit ich eher nicht gerechnet habe, war, dass ich mich so dermaßen auch in sozialen Kompetenzen weiterbilde. Wie sehr man sich selber in kurzer Zeit weiterentwickeln kann. Wie man vorher kommuniziert, präsentiert und auch gedacht hat von der Struktur her. Ich habe ein Problem, wie gehe ich daran? Hat sich extrem weiterentwickelt. Also ich bin der Meinung, dass ich jetzt im Master einen größeren Sprung gemacht habe als im Bachelor, obwohl ja der Master jetzt bisher anderthalb Jahre ging. Mit einem gewissen Spaß auch dran zu gehen. Problem. Wunderbar. Hinsichtlich Zeitmanagement, Selbstorganisation, Präsentationstechniken oder auch einfach dieses, was es ausmacht, seine Stärken und seine Schwächen zu kennen. Was mich wirklich überrascht hat, war, wie eng der Draht zu den Alumni ist. Die Alumni kommen zu uns, derzeitigen Studierenden, im Rahmen von Praxisgesprächen beispielsweise und teilen da ihre Erfahrungen. Sind einfach auch immer da, wenn es mal darum geht, irgendwie einen Tipp zu geben oder auch mal ein Praktikum zu vermitteln. Und das finde ich was sehr angenehm ist, was sehr bereichernd auch ist, einfach für alle Generationen dieses Studiengangs. Das ist sehr praxisorientiert, ist sehr familiär vor allem auch. In der Regel sind in jedem Jahrgang zwischen 10 und 20 Studierenden. Kleine Kurse mit intensiver Betreuung durch die Dozierenden, das war eigentlich das Schönste. Zu meinem jetzigen Stand hat mir am besten das Beratungsplanspiel gefallen, als wir selber im Sinne einer Beratung Bachelorstudenten beraten mussten. Wenn man in die Beratung gehen möchte, dann ist es schön, wenn man weiß, wo die Theorie steht. Es ist aber viel wichtiger, wenn ich rausgehen kann und in der Kundensituation das Wissen anwenden kann. Also so ein Höhepunkt des Studiums war für mich definitiv das Beratungsprojekt, wo ich viel gelernt habe, auch in meinem Projektmanagement-Tätigkeiten drin sein konnte. Eine Laufzeit von 5 Monaten, 100 Beratertage, viele Zahlen wälzen, aber auch Workshops konzipieren, durchführen, auswerten. Und auf der anderen Seite konnte man sich eben durch Projekte, Forschungsprojekt, Beratungsprojekt, Masterthesis, Wahlpflichtfächer auch selbstständig noch Themenfelder suchen, die man eben, in denen man weitere Kenntnisse quasi gewinnen wollte. Also wir hatten jetzt im zweiten Semester die Veranstaltung Qualitative Ansätze. Das Thema unseres Workshops war die Strategieentwicklung, gerichtet an Führungskräfte. Und das hat zwei Sachen verbunden. Einerseits finde ich es einfach, macht Spaß, Workshops zu konzipieren. Es ist auch wirklich anspruchsvoll. Und zum anderen fand ich das Thema einfach super interessant. Besonders hervorheben würde ich das Fach Unternehmensbewertung, weil ich gern mit Zahlen umgehe und der Lehrkörper hier ein sehr gutes Konzept hatte. Ich habe ja so einen psychologischen Hintergrund eher und das ist, Unternehmensbewertung ist einfach BWL. Und sich da in eine ganz neue Thematik einzudenken, einzuarbeiten, da geht es um Tax Shields, um Discounted Cashflow-Verfahren. Das hat mir persönlich unheimlich viel Spaß gemacht. Die größte Herausforderung für mich war es, in einem gewissen Zeitrahmen mit komplexen Fragestellungen mit einem gewissen Workload umzugehen. Wir hatten unglaublich viele Projekte parallel laufen. Andererseits war es für mich sehr spannend zu sehen, wo sind denn meine Grenzen, wo ist eine Grenze, die ich dann doch noch mal überschreiten kann und wie agiere ich im Team unter solchen Konditionen. Also neben den einzelnen Inhalten, die die Studierenden haben, das heißt Dinge zur Beratungstheorie, Dinge zur auch psychologischen Theorie der Beratung, aber eben auch ganz, ganz viele Tools, die sie anwenden können, legen wir ganz viel Wert auf Teamarbeit. Die Studierenden werden während ihres kompletten Studiums nicht umhin können, immer wieder in interdisziplinär zusammengesetzten Teams zusammenzuarbeiten. Und das sind Erfahrungen, die sie aus unserer Sicht einfach brauchen, wenn sie als Unternehmensberater erfolgreich sein wollen. Als ich am ersten Tag in der Vorstellungsrunde saß, hat sich jeder vorgestellt und habe ich mir auch gedacht, ja cool, sind alle irgendwie anders, auch so gerade vom Background, aber passt trotzdem zusammen. Wir haben Sinologen, wir haben Psychologen, wir haben Informatiker, wir haben Ingenieure, wir haben Betriebswirte und wir haben auch Studierende, die interdisziplinäre Studiengänge abgeschlossen haben. Das ist was, was einfach meiner Meinung nach sehr bereichernd ist. Auch und vielleicht gerade, weil es manchmal kracht. Ich denke, das Studium kann den Studierenden Fachwissen mitgeben, vor allem aber die Fähigkeit,
kreativ, strukturiert und flexibel zu denken. Das war eine ideale Vorbereitung auf das Berufsleben in der Beratung aufgrund der wahnsinnigen Verknüpfung von theoretischen und praktischen Inhalten. Wir haben Studierende, die in Industrieunternehmen den Einstieg finden. Wir haben Studierende, die in die öffentliche Wirtschaft gehen. Und wir haben auch Studierende, die sich selbstständig machen nach Abschluss des Studiums. Die Berufsfelder sind relativ unterschiedlich, interessanterweise. Also wir waren 13 in meinem Masterstudiengang und ich glaube, davon sind 4 oder 5 in die Beratung gegangen. Ein Kommilitone von mir ist auch bei Deloitte Consulting, allerdings im SAP-Bereich. Ein anderer Kollege ist im Banking in einer Beratung tätig. Eine andere Kollegin wiederum ist im Supply Chain Management. Ich glaube, was das ganz Interessante an den Werdegängen ist, dass wir zwar alle das Gleiche studiert haben im Master, aber die fachlichen Ausrichtungen unglaublich unterschiedlich sind. Auweia. Was denn für ein Lied? Wenn der MBC ein Lied wäre, dann würde ich jeden Tag dazu abrocken. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es im zweiten Semester richtig knackiger Hardrock ist. Ich denke, ich würde Wind of Change wählen. Ich weiß immer viele Lieder, aber ich weiß die Titel nicht. Don't Stop Me Now von Queen. Also das hat so diesen gewissen Flow, der den MBC ganz gut verkörpert, finde ich. Ja. Einer muss den Job ja machen von Udo Lindenberg.